Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von der französischen Küste und mit diesen ersten Eindrücken hier von Bord begrüße ich euch zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Für uns geht es heute nach Le Havre. Der eigentlich schon fast verloren geglaubte Hafen wird von uns jetzt doch noch angefahren als Alternative zu Seebrügge. Aufgrund des stürmischen Wetters können wir Seebrügge heute nicht anlaufen, sondern werden heute nach Le Havre fahren. Das heißt, wir werden heute spontan uns auf den Weg machen in die Stadt und mal schauen, was Le Havre so alles zu bieten hat für den spontanen Ausflug. Ja, das Wetter ist heute wie die letzten Tage etwas bewölkt. Zum Glück noch kein Regen. In der Ferne ist ein bisschen Regen zu sehen, aber wir hoffen, dass der Tag heute genau wie gestern in Rotterdam trocken bleibt. Ja, aufgrund der Tatsache, dass Le Havre eigentlich nicht angefahren werden sollte, ist der Ausflugskatalog, den AIDA jetzt spontan noch anbietet, relativ klein. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, nach Honfleur in ein kleines Fischerdörfchen zu fahren oder aber nach Rouen in die Hauptstadt der Normandie mit dem Bus zu fahren. Ja, dann gibt es wie gesagt den Klassiker, ein Tagesaufenthalt in Paris, was uns persönlich aber für heute relativ stressig ist, da die Busfahrt relativ lang dauert, beziehungsweise der Aufenthalt in Paris dann auch relativ eilig ist und man sich auch so nicht so viel Zeit lassen kann. Genau. Das heißt, so groß ist die Auswahl an Ausflügen heute leider nicht. Das heißt, für uns wird es heute ein ganz spontaner Ausflug werden.
Ja, für uns geht es jetzt zu Fuß in die Stadt. Hier hinten lang und nach da hinten. Also, wir sehen uns, bis später. Ja, herzlich willkommen hier im Stadtzentrum von Le Havre, einer eher untypischen französischen Stadt. Sie liegt hier an der Nordküste Frankreichs in der Normandie und ist eher untypisch für Frankreich. Wir finden hier eigentlich weniger typisch französische Architektur, wie beispielsweise in Paris oder anderen Städten. Es liegt ganz einfach daran, dass Le Havre im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist und danach wieder aufgebaut wurde in einem relativ modernen, eher kubischen Stil. Ja, die Architektur hier in der Stadt ist nicht für jedermann etwas, aber ich denke, an der einen oder anderen Ecke finden wir auch hier so typisch französische Gebäude, aber das doch eher selten. Yeah.
Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück am Schiff. Ja, ging schneller als gedacht, denn so sehenswert, wie wir gedacht haben, ist Le Havre dann doch nicht. Also für einen kleinen Spaziergang, um sich mal die Füße zu vertreten, auf jeden Fall, kann man sich mal angucken. Die Hafenpromenade, wie ihr gesehen habt, war auch schön. Schönen Blick aufs Meer. Die Stadt allerdings muss einem wirklich gefallen und ehrlich gesagt, mein persönlicher Geschmack ist es definitiv nicht. Sehr, sehr kubisch, sehr modern. Hat wenig was mit dem klassischen Frankreich zu tun. Ab und zu zwischendurch findet man mal das ein oder andere schöne alte französische Gebäude, das wahrscheinlich nach dem Krieg noch erhalten geblieben ist. Aber der Rest ist wirklich persönlich gesagt auch Geschmackssache. Ja, deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, falls ihr hier mal in Le Havre mit einem Schiff herkommt, nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit, vielleicht auch einen der anderen Orte außerhalb von Le Havre zu erkunden, sprich Rouen oder eben auch Honfleur, ein schönes kleines Fischerstädtchen, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Schaut dafür gerne mal in eins meiner älteren Videos rein, da habe ich schon einmal etwas zu Honfleur gemacht. Ja, oder ihr nutzt einfach die Chance und fahrt nach Paris. Ja, nach diesem langen Spaziergang wollen wir uns dann auch erstmal stärken hier an Bord. Das heißt, wir gehen einmal gucken, welches Restaurant jetzt geöffnet hat und werden dann den Nachmittag hier an Bord ganz entspannt verbringen und nehmen euch auf jeden Fall mit. Bis später. Thank you.